Kannst aber eine zweite Runde gehen, oder? Dann get picked up when I get off. Straight to the hotel, like get washed. Do interviews and press shots. Then I hit the venue, get my retch on. Feeling hungry, looking at the restaurant, but we got a rush for our flight, gotta get gone. Then I get picked up when I get off. And I do a few phoners with some new press. Trying to sound alive when I feel like death. Don't know what I need. Being rude ain't wretch, so I've got to take a picture. When I ain't even with ya, said follow me back. My only problem with that is that my battery's flat. There's no Twitter, no Twitter, no BB. In the back of the car, the new ET. I wanna phone home, believe me, but I can hear in your tone that you need me. Side running that I spoke to the sun before I spoke to my son. Almost like I'm getting scared of familiar voices, and that's something that I'm really annoyed with. It's like the things that seem to me most just end up one of my million choices. Wir sind für Sie ins Stadion gegangen und begrüßen Sie. Mein Name ist Manni Beugmann, neben mir sitzt Frank Buschmann. Ich freue mich wie ein Schnitzel, endlich mal wieder eine Top-Begegnung und hoffentlich klasse Fußball. Heute heißt es 1. FC Köln gegen 1860 München. Was ist dein Gesamturteil über den 1. FC Köln, Buschi? Los geht's mit der Vorbereitung auf eine Spielzeit, an deren Ende diese Mannschaft nur eins will, den Meistertitel. Die gelbe Karte gleich am Anfang. Aber diese Linie muss er jetzt auch durchziehen. Er degradiert seine Gegenspieler. Achtung! Elfmeter! Keine Diskussion. Elfmeter und Gelb, nur
gelb, Frank? Ja, zumindest hätte er rot geben können, das vorsichtig auszudrücken. Oh, da sieht man es richtig, wie er ihm da in die Knochen geht. Furchtbar. Er kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Da musst du mit umgehen können mit diesem Druck. Den Elfer musst du reinmachen. Ja, die Frage ist vor allem auch, Manni, was willst du noch für Chancen haben? Marcel Risse. Blindes Verständnis. Zu früh gestartet. Abseits. Weiter Rangelei um den Ball. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Die Angreifer wieder gestoppt. Und nun Matthias Lehmann. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Trudelt der Ball frei am Eckstein. Marcel Risse. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Jetzt! Oh, gehalten, ja. Aber noch heiß! Das ist schief gemacht. Krass. Der Schiedsrichter hat sich sofort festgelegt. 11 Meter. Ich hab nichts gedrückt. Halt mir drauf. Kannte er die Ecke? Jedenfalls hat er gar nicht. Mir fehlen die Worte. Unglaubliche Aktion. Und der ist allein. Sofort abgezogen. Und der Ball ist drin. Ich kann nicht weiter. Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive. Uja. Matthias Lehmann. Vorteil gepfiffen. Der Schiedsrichter sagt, ich muss diese Aktion doch unterbinden. Es gibt die gelbe Karte. Boah, da rutscht er immer aber ziemlich rein. Ein klares Foulspiel. Korrekte Entscheidung. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Und nun Matthias Lehmann. Ich war jetzt auf dem Tor.
einmal um den Spieler rum auf den Ball. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Es gibt Abstoß, weil der Ball ins Tor ausgeflogen ist. Im Mittelfeld. Toller Pass! Das ist keine Aufgabe für den Torwart hier. Nee, nicht wirklich. Also, das war easy. Ja, tolle Chance. Jetzt greift er ihn an und die Abwehr aufmerksam. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Matuschik. Wenn das mal nicht gefährlich wird, das sind Situationen, die können teuer zu stehen kommen. Ballverlust im Aufbauspiel. Es ist ein Freistoß, nah am Tor, aus vielversprechender Position. Und er kassiert hier gelb. Und da hat er mehr Glück als Verstand gehabt. Für mich ist es eher rot. Klasse Parade vom Keeper, der den Ball so gerade eben noch über die Latte lenkt. Die Ecke geht voll daneben. Erneut Ecke. Kopfballchance. Den konnte er einfach nicht kriegen, diesen Ball. Niemals. Also die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Und der muss drin sein. Der könnte passen. Ein schneller, ein wunderbarer, direkt vorgetragener Konter und doch kein Tor. Und auch wenn es jetzt komisch klingt. Achtung! Das wird ganz gefährlich. Achtung! Jetzt ist hier Spannung drin. Jetzt ist alles wieder offen. Ich habe jetzt den starken Eindruck, der Torwart will in die nächste Panne schon. Also das ist der Bolzen des Spiels bisher. Das gibt's doch gar nicht. Kann der Keeper zur Ecke klären. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Sofort abgezogen und... Ja, und den hält er auch noch fest. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Udja, wie sind die Kölner drauf? Was bringt der FC Frank? Und das werden wir natürlich von ihm heute wieder. Schuss und... Torwart wird gleich anstoßen.
Auge. Was für ein Pass. Das wird gefährlich. Er attackiert ihn. Er will den Ball. Achtung! Jetzt! Nicht. Wie schön rausgespielt. Der Ball ist frei. Jeder kann ihn haben. Das machst du. Risse. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Marcel Risse. Entscheidet der Schiedsrichter? Das muss er pfeifen. Ein klares Foul, das können wir hier sehr schön sehen. Und da lag der Schiedsrichter richtig mit seiner Entscheidung, hier abzupfeifen. Zu früh losgelaufen und zwar ins Abseits. Ja, da kommt was auf uns zu. Also, vielleicht hat er da vom Tor geträumt, aber das blieb dann auch ein Traum. Weit über das Tor, da fehlte ein gutes Stück. Welche Mannschaft hatte mehr Torschüsse? Wir haben es für Sie ausgerechnet. Freistoß. Und jetzt sehen wir die Statistik mit der Zahl der Fouls. Ich glaube, da können beide Mannschaften gut mitleben. 1:1 der Pausenstand. Die sind wirklich gleichwertig in dieser ersten Halbzeit. Schlicht und ergreifend, Manni, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Diese beiden Mannschaften, die sind heute bei 100% und da können die kaum noch was drauflegen in der zweiten. Also wenn das so weitergeht, dann kommt das bei mir in die Kategorie der besten Spiele in dieser Saison. Können die da was draus machen? Helmes. Die Abwehr steht goldrichtig. Das ist voll schlecht, oder? Uja. Und die Abwehr aufmerksam. Logisch, das muss Eckball geben. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Also das darf überhaupt nicht passieren, in dieser Situation den Ball zu verlieren. Schön blockiert vom Abwehrspieler. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Der beste Spruch. Jetzt sieht er ab. Es liegt was in der Luft. Ich sag's Ihnen, es ist der Führungstreffer. Er lässt
das Spiel weiterlaufen Vorteil. Absolut richtige Entscheidung. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Helmes. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Das muss es sein. Guck mal hin. Liegt ins Tor. Das ist klar. Abstoß. Alle ausgespielt, bis auf den Torhüter. Der ist so schnell. Keine Rangelei um den Ball. Schlecht angenommen, der Ball. Geht hier rein! Matuschik. Und Achtung, genau hingeschaut. Nein, das war grandiose Attacke und das wird belohnt mit Ballbesitz. Matuschik. Jawohl, abgefangen. Schick und Matuschik. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Mit diesem Tor haben sie die Führung übernommen. Und ja, Helmes. Matuschik. Ja, warum beugt er sich nicht über den Ball? Dann steigt er auch nicht so weit nach oben. Jetzt an. Ey, wenn du jetzt, das würde ich auch noch helfen. Heber, Schanke, Schuss, B, Volley, Heber, kurzer Pass, Steilpass, ach, leg mich doch. Wechseln wir schnell um. Jetzt sagt der Schiedsrichter Vorteil. Ja, aber hat er gut gesehen, denn die bleiben ja im Ballbesitz. Der Schiedsrichter hat kurz nachgedacht. Vorteil oder Pfiff? Er entschied sich für den Pfiff. Der Trainer hat gesagt, führ schnell aus. Toll, wie er das macht. Und noch angefangen. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Ecke ausgeführt und sofort wieder der Gegner am Ball. Und nun sind die Kölner dran, Ballbesitz für den FC. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Das hat wehgetan. Das wird ganz gefährlich. Ja! Und jetzt ist alles wieder offen. Hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive. Das war der Ausgleich. Und das wird jetzt hier eine ganz packende Begegnung. Da dürfen wir sicher sein. Uja.
eigentlich nicht so schnell wechseln. Ja, genau. Drei Stück, ich warte, bis du kommst. Ich habe nur eine Karte. Was? Ich habe nichts gemacht. Ich wechsel, wird schon gleich wechseln. Ich habe meine Karte rausgewechselt. Und ziemlich am Arsch. Gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Beide Trainer wollen jetzt noch mal frische Kräfte bringen. Da flattern die Nerven und da vergibt er diese Riesenchance durch den Eieieiei, ich kann das nicht fassen. Wenn solche hoch angesetzten Schüsse beim Elfmeter klappen, ja, dann sind sie ja für den Torwart praktisch unhaltbar. Aber oft genug scheitert man eben auch damit. Und das ist mal ordentlich in die Hose gegangen für den Schützen. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Und nun Matthias Lehmann. Ein Freistoß, gepfiffen durch den Schiedsrichter. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt sieht er ab. Damit liegen sie jetzt vor. Jetzt müssen sie es aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Tore gemacht. Uca. Und da steht ihm die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Aber der Torwart, der ist heute nicht zu bezwingen. Exzellent, Manni, exzellent. Klasse, Mann. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion?
Wenn es einen Freistoß gegeben hätte, hätte ich gesagt, okay. Aber gelb, Uschi? Schließe ich mich hundertprozentig an, Manni. Also niemals. Wenn du das pfeifst, dann gibst du hier heute 20 gelbe Karten. Was, wenn du das pfeifst? Ein super Timing. Er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Super Pass, genau. Der könnte passen. Aber er kann den Ball nicht festhalten. Attackiert. Brečko. Matušík. Holt ihn euch. Uja. Vielleicht soll ich noch eine Werbung unterbrechen. Und nun Matthias Lehmann. Uja. Da sind wir uns, glaube ich, einig, so kannst du einen Stürmer nicht stoppen. Oh! Und was für ein Tor! Auf Bayer, das war schon... Einer hinten ist. Und sein zweites Tor, heute will er es aber wissen. Uja. Schiedsrichter sagt, ich muss diese Aktion doch unterbinden. Natürlich muss er das pfeifen, aber er muss doch nicht die gelbe Karte zeigen. Völlig überzogen und er bringt sich damit als Schiedsrichter auch unter Druck, denn diese Linie muss er jetzt durchhalten. Das schafft er nicht alleine und sie helfen ihm. Der Verteidiger blockiert den Ball. Osako. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Schiedsrichter entscheidet, denn der war ja schon verwarnt. Die zweite gelbe Karte, er muss runter. Ja, und damit schadet er seiner Mannschaft. Jetzt wird es nochmal kribbelig. Oh, da sieht man jetzt richtig, wie er ihm da in die Knochen geht. Furchtbar. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Matušík. Tja. Da scheint keiner vorbeizukommen. Es ist der Hund! Heute kein Vorbeikommen. Uja. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Marcel Risse. Jawohl, abgefangen. Oh, oh mein Gott. Hast du es gerade gesehen? Ja, okay. Riese und er schafft es nicht. Ich war mir sicher, dass das Ding im Netz zappelt und dann fischt er den raus. Kopfballchance. Wieder Ecke. Nimmt ihn mit dem Kopf. Der Ball erst.
Der springt vom Abwehrspieler ins Tor. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Wunderbar hereingebracht, diese Ecke. Da ist das Tor fast schon eine logische Folge. Um das umzubiegen, da musst du schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner. Marcel Risse. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Da hat er abseits gepfiffen. Etwas ungleichmäßig verteilt, die 7 Tore. Endergebnis 5:2. Das ist doch peinlich für den Gegner. Trotz Unterzahl haben sie sich durchgebissen. Ja, Manni, und das Entscheidende ist da, das ist noch bitterer für den Verlierer. Die Moral der Mannschaft in Unterzahl, die war klar besser. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Wunderbare Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist Manni Breukmann. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. Was ist dein Eigentum? Ich bin. Wir werden Ihnen das übertragen. Wir begrüßen Sie aus der Arena, Manni Breukmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und wollen wir mal hoffen, dass dieses Fußballspiel die Erwartungen erfüllen kann. Und die heutige Begegnung heißt Bayern München gegen Bayern München. Shaqiri. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Javi Martinez. Götze. Ja, da kommt was auf uns zu. Ja, das muss Eckball geben für den FC Bayern München.
Tja, diese Ecke hat wirklich nicht viel gebracht. Nein, er fällt jetzt nicht hin. Er bleibt auf den Beinen. Gott sei Dank hat er sich den Ball erobert. Das hätte ins Auge gehen können. Ball rutscht ins Aus. Arjen Robben war als letzter dran. Shaqiri. Müller. Oh, der Keeper spielt schön mit. Wunderbar, wunderbar. Eine richtig gute Aktion. Ganz super. Javi Martinez. Das ist es! Achtung! Let's. Wir alle wissen es. Und er weiß es jetzt auch. Wieder einmal. Das ist sein schwacher Fuß. Aber Manni, auch mit dem schwachen Fuß. Also das geht schon besser. Javi Martinez. Da ist er wieder mal. Ich bereite mich schon auf den Torschrei vor. Alaba. Müller. Philipp Lahm, jetzt setzt er sich ein. Jetzt kämpft er um den Ball. Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Jerome Boateng. Der Ball kommt gut. Thomas Müller ist der Adressat. Ball im Tor aus. Abstoß. Ist zur Stelle. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Sie sollten ja eigentlich beidfüßig sein, aber er hat einen schwachen Fuß. Ja, also den kann er aber auch wirklich nur dazu haben, dass er nicht umfällt, denn auch mit dem Schwächeren sollte man das Ding machen. Ja, exzellente Situation. Wer sich da durchsetzt, aber ganz, ganz knapp, haarscharf. Geht das Ding vorbei. Was soll das? Jetzt zieht er ab! Und das war ein richtiger Kracher. Müller. Ballbesitz für Bayern München. Jetzt mache ich das. So, das ist nichts für Patienten mit. Eine wunderschöne Entfernung für einen gefährlichen Freistoß. Bei diesem Foul reicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Shaqiri. Das muss es sein! Ball geht ins Aus. Es gibt Eckball für den FC Bayern München. Müller. Da gibt es fast eine Garantie. Wenn der eine Lücke sieht, dann macht er ihn rein. Das muss es sein! Geht er rein? Und was für ein Tor! Und die Bayern, sie sind in Führung gegangen. Schweinsteiger. Shaqiri. Balleroberung im Mittelfeld. Und der Pass von Bastian Schweinsteiger landet beim Gegner. Götze. Müller. Ballbesitz für Bayern München. Er spielt den Ball zurück zum eigenen Keeper. Schweinsteiger am Ball. Schweinsteiger. Das ist ein sehr schönes Passspiel, was wir hier jetzt sehen. Schön gemacht. Aggressiv reingegangen von Philipp Lahm. Jetzt hat er den Ball.
Schweinsteiger. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Götze. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, so kannst du einen Stürmer nicht stoppen. Alaba. Shaqiri. Mario Götze. Achtung! Götze. Könnte es gefährlich werden. Das sah nicht ungefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird es geben. Bei manchen Ecken wird es gefährlich, aber hier kriegt der Gegner den Ball. Und der Ball geht es aus. Es wird Abstoß geben. Peter attackiert. Füße, starke Füße, das war sein Schwacher. Ja, aber das darf natürlich trotzdem nicht passieren. Der Messi für Bayern. Das kann irgendwas kaputt sein. Die Scheiße. Du hast ja auch nicht angeschaut, oder? Mach mal RT. Du hast ja mal RT. Schuss, genau, so wie es gehört. Zwei Tasten, Schuss und passen. Der war schon wieder scheiße eingestellt. Zwei Tasten, so. Hab ich jetzt aber schon. Starker, schwacher Fuß, den kann man schon mal machen. Alle Zweikämpfe, 1, 2, 3, 4, alle gewonnen, aber den letzten gegen den Torhüter. Und das ist in diesem Moment der Entscheidende. Den verliert. Ich kann jetzt nicht mehr hohe Pässe machen. Jetzt einmal RT. RT. Genau. Jetzt macht er mal Controller 2. Jetzt macht er natürlich wieder klasse. Und jetzt B. Ja, du auch wieder klasse schon. Shaqiri. Shaqiri. Dante. Der FC Bayern hat natürlich auch seine Neider in der Fußball-Bundesliga. Solche Rivalitäten liefern immer gute Storys. Der sportliche Erfolg. Immer der, wo das einstellt, hat als letztes hat er den Bein. Schau. Du stellst dir nicht irgendwelche Zweikontroller. Das sieht doch Wireless Controller 1. Ja, mach mal so mal zwei Tasten rein. Wetten wir die, wenn ich jetzt reingehe, sind wieder zwei Tasten bei mir drin. Ja, geh du. Musst du rausgehen? Nee, okay, ist der Wirt. Soll denn da? Oh mein Gott! Das ging vorher auch, oder? Ja, natürlich. Egal. Aber jetzt weiß ich wieder.
eben auch angefeindet. Ich glaube, das ist normal. Ich erinnere mich immer gern an die Titelzweikämpfe auf Augenhöhe mit Borussia Mönchengladbach, mit dem HSV, Bayer Leverkusen und in letzter Zeit zum Beispiel mit Borussia Dortmund. Javi Martinez, Müller. Eine leichte Beute, so macht die Balleroberung Spaß. Ballbesitz für Bayern München. Guck mal hin! Auf der Linie hat er ohnehin seine Stärken, den hat er super rausgeholt. Alaba. Macht er ihn rein! Und der ist drin! Götze. Die sollten ja eigentlich beidfüßig sein, aber er hat einen schwachen Fuß. Ja, also den kann er aber auch wirklich nur dazu haben, dass er nicht umfällt, denn auch mit dem Schwächeren sollte man das Ding machen. Schweinsteiger am Ball. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Jetzt könnte es klappen. Da sind ausgestattet. Achtung! Und Tor! Mit keinen Bock mehr. Nein, ich will keine Scheißhilfe. Tor! Und Tor! Super! Das ist der Müll. Also absolut hässlich. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Müller. Schweinsteiger am Ball. Bastian Schweinsteiger, er will die Kugel. Javi Martinez. Götze. Schweinsteiger. Mario Götze. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Müller. Jetzt sieht er ab. Müller. Eine souveräne Leistung des Verteidigers. Robben. Mario Götze. Shaqiri. Jérôme Boateng. Müller. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Jetzt. Sofort abgezogen und er hat ihn abgewehrt, aber nicht fest. Hinter rein. Das war ja schon fast eine mutige Leistung, diesen Bombenschuss zu halten. Wer sich zur Pause schon drei gefangen hat, der hat ein Problem.
3:0 der Halbzeitstand. Wenn das jetzt hier noch die Wende gibt, dann kannst du dir eine Bratwurst kaufen, ich spendiere dir eine Runde Senf. Ja, das ist super nett, aber da merkt man, dass er einen Igel in der Tasche hat, denn hier passiert gar nichts mehr. Zeitgleich wollen die beiden Trainer noch mal neue Leute in die Partie bringen. Eine klare Führung. Stecken Sie jetzt einen Gang zurück. Müller. Robben. Müller. Philipp Lahm, jetzt setzt er sich ein. Achtung! Was für ein niedlicher kleiner Roller. Ja, das ist nicht die ganz große Aufgabe gewesen. Mario Götze. Javi Martinez. Shaqiri. Ist jetzt seine Chance. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Alaba. Die verstehen sich blind. Was sagt uns die Schussstatistik? Dass es nicht entscheidend ist, wie oft du aufs Tor schießt, sondern wie genau. Javi Martinez. Das ist die Möglichkeit. Jetzt ein Konter. Er könnte passen. Und wieder gehalten. Der Mann ist in einer fantastischen Form. Ja, er kann durchaus gute Ecken nach innen bringen. Manche Ecken sind gefährlich. Javi Martinez. Und nochmal Eckball. Jetzt schießt er und... Jawohl, tolle Parade des Torhüters und souverän festgehalten den Ball. Sieht gefährlich aus. Guck mal hin, das ist das Tor. Die Bayern bauen die Führung aus. Und sie sind ja so routiniert, Busch. Ja, das müsste es gewesen sein. Quatsch, das war's. Basta. Und diese Führung hier ist mehr als deutlich. Und hat er diesen harten Schuss gehalten und das war keine Selbstverständlichkeit. Und an ihm kommt heute keiner vorbei. Und die Situation ist bereinigt. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Alles wartet auf den Eckball jetzt. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Und jetzt! Gibt Abstoß. Und die Fans, die sind jetzt richtig ungeduldig. Und das kriegst du, Manni, da unten als Spieler natürlich mit. Und du wirst unruhig. Aber ich kann es verstehen, denn was die hier bisher abliefern, das ist nix. Jetzt
sofort abgezogen und... Ja, wie schießt er denn? Will er seine Mannschaft in tiefe Hoffnungslosigkeit stürzen? Balleroberung im Mittelfeld. Schweinsteiger. Jetzt zieht er ab. Erstmal nur abgewehrt. Ja, Foulspiel. Und das gibt Freistoß gegen den FC Bayern München. Shaqiri. Schweinsteiger am Ball. Erfolgreicher Zweikampf. Oh, Robben. Javi Martinez. Jerome Boateng. Jetzt ist er vorbei. Oh, gehalten. Aber noch heiß. Shaqiri. Das ist ein schwarzer Tag für die Gastgeber und die unversöhnliche Stille, die auf der Tribüne herrscht, genau, die spricht Bände. Und das sind die Momente, wo man mit den Jungs da unten auf dem Spielfeld... Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Götze. Schweinsteiger. Oh ja, ein harter Zweikampf. Stube. Geht er rein? Und er ist drin! Und noch ein Tor für Bayern München. Jetzt wird nichts mehr anbrennen. Im Normalfall war es das, dazu sind die Bayern einfach zu. Genau. Das packen die anderen nicht mehr. Zu deutlich ist die Führung. Javi Martinez. Oh, jetzt muss man einfach noch schnell was machen. Gehst jetzt voll auf Verteidigung, oder? Hä? Spaß. Ich mache die 4-3-3er defensiv. Genau. Damit die gar nicht mehr durchkommen. Ja. Das war eigentlich das andere. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Müller. Jetzt ist er ganz frei durch. Toll, wie er das macht. Und. Was wird absolut. Echt die letzten Minuten spielst du jetzt mit klassischer Stolz. Schon das Voreinstellung auch. Ja. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Oh, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen. Oh. Schweinsteiger. Schweinsteiger am Ball. Versuch der Balleroberung durch Arjen Robben. Arjen Robben im Ballbesitz. Jawohl. Schon zwei Tage so aus. Arjen Robben im Ballbesitz. Müller. Er lässt es laufen. Vorteil für Bayern München. Shaqiri. Müller. Götze. Ballbesitz für Bayern München. Mario Götze. Sch-
Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Das nennt man wohl modernes Torwartspiel. Ja, perfekt. Das ist eine richtig gute Aktion. Ein Beleg für eine exzellente Torhüterleistung. Ballbesitz für Bayern München. Ergangen in zwei. Mario Götze. Götze. Shaqiri. Er lässt es laufen. Da wollte er Vorteil laufen lassen, dann pfeift er aber doch ab. Schweinsteiger am Ball. Schweinsteiger. Mario Götze. Er lässt und dann pfeift er den Vorteil doch noch ab. Wenn es einen Freistoß gegeben hätte, hätte ich gesagt, okay. Oh, aber ich schließe ich mich hundertprozentig an, Manni. Also niemals. Wenn du das pfeifst, dann gibst du hier heute 20 gelbe Karten. Götze. Nicht nur Bälle fangen und wegfausten, auch mitspielen. Gutes Torwartspiel sieht genau so gedrückt aus. Achtung, jetzt! Den haben schon viele drin gesehen. Aber der Torhüter war mit einem unglaublichen Reflex noch da. Die Zahl der Eckbälle, manchmal sagt das ja auch was aus. Müller. Backstube. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Philipp Lahm. Fast wäre er zu Boden gegangen, der Philipp Lahm, aber er bleibt stehen. Dante. Spannend war es nicht. Von Anfang an eine einseitige Partie. Und am bisherigen Spielverlauf wird sich wahrscheinlich... Das wird ganz gefährlich. Achtung! Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Oh. Fehlerfrei, beim zweiten Mal zumindest. Das hat der Keeper gut gemacht. Backstube. Das ist ein Schweinsteiger, oder? Oh. Hat sich was gezehrt, oder was? Ich muss mal tranken. Ach, Hilfe. Das ist 88 wechsle ich gegen 65 aus. Schade, für ihn ist das Spiel aus. Er muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Also. Schweinsteiger am Ball. Javi Martinez, schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Schweinsteiger am Ball. Arjen Robben im Ballbesitz. Shaqiri. Torwart-Riese und er schafft es nicht. Ich war mir sicher, dass das Ding im Netz zappelt und dann fischt er den raus. Robben. Ah.
Shaqiri. Ja. Müller. Und jetzt! Oh. Und was für ein Tor! Da kommt der Pfiff des Schiedsrichters. Das Spiel ist aus. Da muss der Verlierer eine lange Fehleranalyse machen. Wir machen das jetzt nochmal beim Vorher. Hier meldet sich der Signal Iduna Park. Am Mikrofon Manni Breukmann und Frank Buschmann. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen Borussia Dortmund. Bender. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Und die Situation ist bereinigt. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Bender. Moment dazwischen. Klasse Zuspiel.
sofort abgezogen. Und der ist drin. Das war eine Mannschaftsarbeit. Da hat fast jeder sich beteiligt. Ein schönes Tor. Ja, selbstlos und wunderbar, du hast es angesprochen, Manni, die Kugel laufen lassen und fast zwangsläufig fällt der Treffer. Ja, das ist ein Torwartfehler. Hier deutlich zu erkennen, das ist gepatzt. Dem Stürmer auf dem Tablett das Tor serviert. Der geht an den Posten, aber aufgepasst. Jetzt greift er ihn an. Kehl. Risiko. Sie können ihn doch nicht so frei laufen lassen. Aber die Schiedsrichter haben aufgepasst. Abseits. Jetzt zieht er ab. Oha, da war ordentlich was dahinter. Und der Torwart, er ist da. Der Ball war im Tor aus. Ecke für Borussia Dortmund. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Kehl. Reus. Ja, Frank, da sind wir mal gespannt, was er heute leistet. Und das werden wir natürlich von ihm heute wiedersehen, dass er sich vorne viel bewegt, dass er als Anspielstation fungiert und damit seine Mitspieler einsetzt. Kehl. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Bender. Kehl. Bender. Marco Reus. Der Bursche ist wirklich pfeilschnell. Und wie will man den dann verteidigen? Toll, wie er das macht. Und daneben. Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Marco Reus. Und Achtung, genau hingeschaut. Und den Ball, den kannst du eigentlich gar nicht halten. Ja, überragend gemacht. Ja, das muss Ecke geben für den BVB. Die gibt's auch. Marco Reus. Die Abwehr steht goldrichtig. Scheint keiner vorbeizukommen. Bender. Dieser Mann, der ackert und arbeitet einfach überall. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ja, wie willst du denn aus dieser Entfernung einen guten Torhüter in Verlegenheit bringen? Subotic. Er passt den Ball zurück. Sehen für die Dortmunder Borussen. Vorsicht, Kopfball! Ach Gott, nee, das war doch viel zu schwach, viel zu harmlos. Kein Problem. Chance zum Konter, was machen Sie draus?
Der BVB in den 70ern und 80ern notorisch klappt, hat sich zu einem Verein mit Weltformat aufgeschwungen. In der Königsklasse zeigte sich das schon 1997, als der Borsigplatz bebte. In frischer Erinnerung natürlich immer noch die Meisterschaften 2011 und 2012 und über allem schwebt Lothar Emmerich. Gib mich die Kirsche. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Da wird er vom Ball getrennt. Guck mal hin! Da war ordentlich was dahinter, hinter diesem Schuss. Aber der Torhüter, er ist da. Da wird zum Eckball geklärt. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Bender. Kämpfen Sie um den Ball. Blindes Verständnis hier. Ja, Pische. Bender. Subotic. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Jetzt schießt er und das war gar nicht so einfach, den Ball zu halten. Da war richtig Zug drin in dem Schuss. Und schon wieder Eckball. Und der Ball geht es aus. Es wird Abstoß geben. Reus. Der könnte passen. Ja, den hat er super rausgeholt. Sensationelle Parade. So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Manche Ecken sind gefährlich und andere aber nicht. Kreis in meinem Kopf. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Das war jetzt gerade nicht die größte Herausforderung. Nicht wirklich. Der landet irgendwo im Nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. Präzise Flanke, das stellt die Verteidigung vor keine Probleme. Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball gehen. Ganz schlechte Ecke. Gefährlich werden. Balleroberung im Mittelfeld. Sofort abgezogen und der Ball ist im Aus. Eckball.
Zweikampf, Ballbesitz. Kann er sich den Ball holen? Reis! Und was für ein Tor! Der hat gepasst! Der Mann ist ja kaum zu ersetzen. Und mit Recht gilt er als der Mann dieser Mannschaft. Die Situation wurde geklärt. Herrliche Flanke. Reis! Schuss und... Jetzt hat er ihn sicher. Gut gehalten. Wer hat wie oft aufs Tor geschossen? Hier die Statistik. Für die Vorbesteller jetzt umsonst für PC, weil die ein Jahr gewartet haben. Und die haben es geschenkt. Vorbesteller. Was dahinter und der Torwart, er ist da. Jetzt hat er die erste Halbzeit abgepfiffen, der Schiedsrichter. Es steht 2:0. Vieles geht daneben im Fußball, aber in dieser tollen ersten Halbzeit, da ist das Allermeiste gelungen, Buschi. Der Schiedsrichter guckt noch mal raus zu seinen Assistenten. Alles in Ordnung. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Es war ganz wichtig, dass der Verteidiger da zur Stelle war. Und der Verteidiger verhindert Schlimmeres. Bender. Toll, wie er das macht. Und schon wieder Eckball. So muss man sich als Abwehrspieler verhalten. Jetzt sieht er ab! Das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Eckball. Können die da was draus machen? Und so viel Eckbälle hat es heute schon gegeben. Die Ecke geht voll daneben. Und gehalten, aber noch heiß. Bender. Ein Pass wie aus dem Bilderbuch. Gefahr! Kehl. Und der Schiedsrichter gibt Vorteil. Und ich denke, das macht er genau richtig. Hier früh zu viel lassen. Und jetzt! Und weiter heißt es aufgepasst. Kehl. Eine leichte Beute, so macht die Balleroberung Spaß. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Und jetzt ist er durch. Achtung! Und der Ball zappelt im Netz. Jetzt hat er super gehalten.
Nun kriegt er ein Tor. Fehler gemacht. Ah, da tue ich mich ein bisschen schwer, das so zu beurteilen. Er hat ja glänzende Leistung bisher gebracht und du kannst nicht jedes Ding parieren. Ja, so leichtfertig darf man sich hinten in der Verteidigung nicht verhalten, auch wenn das gerade abseits war. Achtung, er macht, das muss es sein! Das wird ganz gefährlich, Achtung! Ein Tor, ein Tor, ein Tor! Zwei Hattricks sind das schon gewesen in dieser Saison. Ich habe ihn so stark noch nie erlebt. Kehl. Kann er sich den Ball holen? Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. PlayStation 2, oder? Reus. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Ein Tor! Ich glaube, da bahnt sich sowas wie eine Demütigung an. Ja, ja, also das ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier so eine Situation haben. Die Partie ist gelaufen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Wenn der Ball so platziert ist, da ins untere Eck, das ist für jeden Torhüter schwer zu halten. Dann bringen wir es auf den Punkt. Das ist unmöglich. Und diese Führung hier ist mehr als deutlich. Wunderbarer Steilpass, aber leider kommt er nicht an. Da könnte was draus werden. Guck mal hin! Großes Fußballkino, ein fantastischer Torwart. Wohl dem, der so einen da hinten drin hat. Schuss und das Bällchen ist noch heiß. Bender. Reus. Toll, wie er das macht. Und unglaubliches Tor. So, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Oh, das ist aber jetzt schon eine komfortable Führung. Spender. Das ist ein schwarzer Tag für die Gastgeber. Und die unversöhnliche Stille, die auf der Tribüne herrscht, die spricht Bände. Und das sind die Momente, wo man mit den Jungs da unten auf dem Spielfeld wirklich nicht tauschen möchte. Kehl. Er könnte jetzt nach rechts außen abspielen. Reus. Noch ein Tor, dann ist alles wieder in Butter. Die Spieler wollen natürlich Fans haben, die von der ersten bis zur letzten Minute hinter der Mannschaft stehen. Aber das ist hier überhaupt nicht mehr der Fall. Ja, aber dafür musst du natürlich als Mannschaft auch was tun. Du musst die Jungs in deinen Bann ziehen, du musst guten Fußball spielen. Da muss mehr kommen. Abseits, er ist einfach zu früh gestartet. Bender. Kehl. Die Situation wurde geklärt. Und jetzt! Einige Fans fordern Eckball, aber ich glaube, Einwurf ist schon die richtige Entscheidung.
beide hätten leisten. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Hast du mit Also wenn Sie mich fragen, den hätte ich auch mit der Mütze von meiner Oma gehalten. Der Ball ist frei. Subotic. Sie holen jetzt hier einen Eckball nach dem anderen raus. Irgendwann muss einfach mal ein Tor fallen. Manche Ecken sind gefährlich und andere aber nicht. Schießen noch ein Tor und jetzt ist es vorbei für den Gegner. Ja, das wird, wenn es so weitergeht in dieser Situation, wird das ein richtiges Schützenfest hier. Um das umzubiegen, da musst du schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner. Bender. Ja, ohne Witz. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Reus. Jetzt sieht er ab. Ja, das hat bisher besser ausgesehen, was die Chancenverwertung angeht. Okay. Ja, der weiß, wie man seine Mitspieler bedient. Einstieg. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Bender. Er rennt und rauf und runter und will gar nicht aufhören. Als wenn du den aufgezogen hättest. Ja? Er läuft und läuft und läuft. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Warum schlecht? Mit sowas kannst du diesen Torwart nicht aus der Reserve lassen. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Ja, wo sollte er sonst noch hin mit dem Ball? Da stand er unter Druck. Ball jetzt im Aus. Bender. Die Flanke kommt gut. Sofort verarbeitet. Und wenn man deutlich hinten liegt, dann sollte man solche Chancen nutzen. Bender. Gut blockiert vom Verteidiger. Reus. Da ist ein Spieler am Boden. Könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Kehl. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegenspieler. Souverän geklärt. Marco Reus. Schuss und alle Achtung, gegen diesen harten Schuss eine klasse Parade. Hier gibt es einen Eckball nach dem anderen.
andere Dinge, die heißen Wappenschmuck. Da kommt der Pfiff des Schiedsrichters.